Damit Peace Leute, was geht ab? Euer Maxi mal wieder am Start. Also ich wundert, warum fangt ihr jetzt die Aufnahme so an? Denn Leute, ich muss euch was sagen. 3, 2, 1. Bam. Das hier muss ich euch sagen. Ich bin im Jugendrotkreuz. In dem Ort, sage ich jetzt mal nicht. Ich bin im Jugendrotkreuz, Leute. Okay, ich komme gleich mal zum Punkt, Leute. Also, ich darf bei Loseausteil mitfahren. Ich darf Geschenke verteilen. Ich darf Röhrchen verteilen. Ich darf bei Blutspendedienst sogar so mitfahren, Leute. Und das wird einfach so cool, weil am Freitag habe ich eh gleich meinen ersten Dienst. Genau, Leute. Aber das hier ist nicht das einzige T-Shirt. Leute, warte kurz. Ich hole gleich wieder ein. Ich hole kurz mein anderes T-Shirt. Wir sehen uns gleich wieder. Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade mein eines T-Shirt geholt. Das ist hier einmal das hier. Hoffentlich steht da nicht der Ort drauf. Nein, da steht nicht der Ort drauf. Hier steht einmal bayerisches rotes Kreuz. Hier stand es genau hier. Steht sogar so noch Ehrenamt drauf. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal dieses schicke T-Shirt angezogen habe. Bis gleich. Leute, da bin ich wieder. So, einmal Leute, hier habe ich mein eines T-Shirt an, das bayerisches rotes Kreuz. Dann, wie gesagt, Leute, steht hier noch Ehrenamt. Dann zeige ich euch den Pulli jetzt von hier nochmal. Den weißen, den Pulli. Das ist einmal hier der Pulli, da steht, falls ihr meint, das ist jetzt in der Mitte, nein, das ist hier am Eck. Genau, Leute, hier am Eck. Nee, das ist doch wirklich in der Mitte, oder? Nee, Leute, das ist nicht in der Mitte. Auf jeden Fall hier, Leute, das ist da. Hinten steht nichts drauf. Auf jeden Fall hier steht halt nur da steht komischerweise Deutsches Rotes Kreuz drauf. Aber ist ja eigentlich relativ egal. Weil das ist ja das gleiche, Leute. Hinten dann da steht auch nichts drauf, wie man sieht. Genau, Leute, das habe ich heute noch alles vorbei. Das habe ich ja noch alles bekommen heute noch. Genau, weil wie gesagt, wenn ich es erwähnen darf, mein lieber Freund, der Mikado TV, der möchte auch ins Jugendrotkreuz den Ort, Leute. Wie gesagt, den will ich euch jetzt nicht erwähnen. Genau, Leute, wie gesagt, hier rotes, bayerisches rotes Kreuz. Hier einmal T-Shirt, halt für die Sommer, halt für Sommer so, ne, wenn ich Blutspendendienst gehe. Hier so Hose, Leute. Hose habe ich keine bekommen, Jacke auch nicht, aber das ist eigentlich relativ egal, weil ich meine, ein Pulli, wo schon drauf steht, Deutsches Rotes Kreuz, ich meine, das reicht schon. Oder wo hier bayerisches Rotes Kreuz drauf steht, das reicht schon, Leute. Ich brauche nicht nur eine Jacke und eine Hose. Das hier reicht schon, echt, Leute, das hier reicht schon und das hier. Vor allem, was ich geil finde, Leute, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass da einfach Ehrenamt draufsteht. Genau, Leute, da steht einfach Ehrenamt drauf. Hier einfach bayerisches rotes Kreuz. Genau, Leute, wie gesagt, ich kann noch mal schnell aufstehen. Hier, Leute, dann seht ihr es. Bayerisches rotes Kreuz. Genau, und da, wie gesagt, der hier auch. Leute, ich finde das einfach mega, weil ich habe einfach so Interesse an Feuerwehr, an Rettungsdienst, Leute. Mir gefällt einfach alles. Auch Polizei, aber Polizei gehe ich nicht, weil, Leute, auf jeden Fall habe ich halt einfach Interesse an Rettungsdienst und Feuerwehr. Genau, Leute. Leute, das ist eigentlich, wenn ihr meint, jo, das ist so ein anstrengender Job. Leute, nein, das ist kein anstrengender Job. Da, Leute, seht ihr es? Wartet. Such's, ohne dass es auseinanderfällt, zu zeigen hier. Hier, Leute, hier sieht man es jetzt nochmal genauer. Hier, Deutsches Rotes Kreuz. Genau, Leute. Und vor allem, ich interessiere mich einfach für Feuerwehr, weil es einfach so schön ist, zu sehen, wenn man Menschen eine Freude macht, Leute, ernsthaft. Wenn man Menschen sieht, dass man ihnen eine Freude macht. Leute, das ist so cool. Wie gesagt, Leute, ich darf zu Blutspendendienst
mitmachen da, beim Blutspendedienst, da darf ich Röhrchen verteilen. Lose verteilen. Irgendwas halt zu machen, Leute. Genau. Auf jeden Fall, Freitag habe ich gleich meinen ersten Dienst. Das wird safe mega geil. Wie gesagt, der liebe Mikado TV, der will auch ins Jugendrotkreuz. Eher gesagt ins Deutsche Rotes Kreuz. Ich könnte mit dem halt auch schlafen, ganz ehrlich. Aber mache ich nicht, Leute, genau. Wie gesagt, diese Sachen habe ich heute alle bekommen. Das ist jetzt Größe S. Das müsste Größe XS sein, weil, wie gesagt, dieses T-Shirt, das passt mir einmal frei. Auf. Hier, Leute, das passt mir einmal frei, Leute. Ich kann für euch nochmal das Deutsche Rotes Kreuz T-Shirt anziehen. Und genau, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bam, Leute, hier bin ich wieder. Hier, Leute, ist jetzt mein bayerisches Rotes Kreuz T-Shirt. Hier mein Pullover, den ich gerade anhabe. Okay, Leute, solltet ihr noch Fragen dazu haben, irgendwie, sagt mir nochmal genau, wie man das macht, was man da macht, wie man sich da anmeldet. Dann, Leute, schreibt mir gerne eine WhatsApp, sag ich schon, eine Gmail, eine GMX, die schreibe ich euch unten nochmal rein oder so. Oder wenn die Kommentare nicht deaktiviert sind, Leute, hoffe ich natürlich, dann schreibt es unten in die Kommentare nochmal rein. Und ja, wie gesagt, Leute, wenn nicht, dann schreibt mir einfach eine, oder fragt den lieben Mikado TV. Nein, Leute, nein, sorry, dass ich so verwirrt bin. Ey, echt, sorry, Leute. Schreibt mir einfach auf Insta, Leute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach auf Insta. Bin ich jederzeit zu erreichen. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, was man da so mal macht, wie zum Beispiel, ja, wie macht man jetzt das und das, dann, Leute, kann ich dazu gerne nochmal ein Video machen, wie man halt so grundlegend irgendwie was macht, Verbändchen binden, keine Ahnung, bewusstlos, wie eine bewusstlose Person ist und genau, Leute, auf jeden Fall danke an dich, Mikado TV, dass du auch ins Jugendrotkreuz gehst. Grüße gehen an dich raus. Genau, Leute, wie gesagt, ich sage es jetzt noch einmal, ich darf mal Blutspendendienst mit, ich darf Geschenke verteilen, Röhrchen verteilen, Lose verteilen. Leute, das wird auf jeden Fall ein geiler Job. Am Freitag ist mein erster Dienst. Ich freue mich schon so richtig drauf, Leute. Gut, wie gesagt, Leute, wenn euch das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wie immer, Instagram, Snapchat, immer hier unten verlinkt. Dann würde ich sagen, mach's gut, bis dann.